Hallo! Wir sind zurück! Na? Wir müssen das Biest töten! Das Biest! Lustige Karussellfahrt, ja. Obwohl ich. Ach, scheiß drauf, bricht ja eh nicht! Ja, nachladen denn, ne? Ich weiß nicht, ob Deckung vielleicht was bringt im Sinne von. Obwohl, ja, wenn sie krittet, krittet sie, da können wir eh nichts gegen machen. Ja. Speicher mal bitte zwischendurch. Ach so, ja, natürlich. Geht nicht. Nee, weil wir nicht dran sind. Hiya! Und den nächsten! In den Schutz der Dunkelheit. Wie soll man das denn machen? So, mit allen, mit denen du jetzt in den Vorraum reinkommst, geh mal mit Leo an die Tür ran. Oder mit Kai, mein Ding. Nee, ins offene, oben ran. Ins Blaue. Ach, nee. Hier so hin. Ja, genau. So weit wie es geht, irgendwie. Wo ist sie denn? Das gibt's doch nicht. Wahrscheinlich hier in dem Bereich. Weißt du, wie wir das rausfinden können? Ja. Ich hoffe, das klappt. Ja, ich glaube. Klappt das? Wir probieren alles aus. Granate! Haben wir keine andere Möglichkeit mehr. Nee. Nicht aufschießbar, die Wände. Denn dahinter los? Oh. Aber wie ich es gerade gesehen habe, sie greift doch immer nur eine Runde an und dann zieht sie sich zurück, oder nicht? Ja, das Problem ist, dass wir müssen sie halt kriegen, bevor sie wieder unsichtbar wird, ne? Das ist ja die scheiß Herausforderung. Ja, geh mit Roadhog dahin. Warte, ich hab eine Idee. Mit Sarah musst du aufheben. Sarah kann nämlich nicht am weitesten laufen. Oh, mit Leo Teamwork machen oder was? Ja, genau, aber ich wollte eigentlich eher Leo vorschicken. Ja, mach doch. Kannst ja auch. Weil Leo schießt um einiges besser. Schwange, ich sehe sie jetzt. Ja, vorausgesetzt, sie ist da. Natürlich ist sie dahinter. Keep going. Egal, mach den Bestes draus, Leo. Boah, das war jung. Naja, okay. Was soll's. Mehr Holo-Zielen drauf. Schlagen der Schriegerschuss daneben. Ich warte auf einen echten Gegner. Die Fresse. If you say so. You'll be fine. Oh yeah. Nachladen? Stimmt. Was kommt jetzt? Das ist alles? Okay. Das ist der Anfang vom Ende. Das war jetzt wahrscheinlich von ihr die schlechteste Entscheidung. Definitiv. Naja, Jungs, volles Netz rein da, komm. So, der erste Schuss. Kai, du kriegst den zweiten. Und hoffentlich den letzten. nein. Nee, ja. Nee, jetzt komme ich. Ja, mal gucken, ob du wirklich kommst. 100% Kai. 100% Kai, komm. Das kannst du nicht verfehlen. Reicht es?
Alles klar, dann geht der letzte Schuss wohl an. The one and only Roadhog. Na, der letzte Schuss geht daneben, schön. Mit so einem Schaden. Irgendwo schlägt's einmal gerade 12. Oh! Gott! Sie sind der Einzige, der mich je zum Rückzug gezwungen hat. Und jetzt sehe ich mich erneut in die Flucht geschlagen. Meines 1-5-Status bestätigt, Mission erfüllt. Das war sicher nicht unsere letzte Begegnung, aber dieser Auserwählte hat offensichtlich nicht mit so viel Gegenwehr gerechnet, Commander. Noch nie so viel Verwundete gehabt, ey. Ich habe ja mindestens sehr gerne getötet, aber... Ich glaube echt, der beste Weg, die anzugreifen, ist echt einfach voll drauf, oder? Ja, scheinbar. Weil das kann sie nicht ab. Ich meine, gut, dieses geblendet. Ich will mir nicht dazwischen reden, weil das dann immer so ein Wirrwarr ist. Nicht zerstört werden. Wir stehen zu den Ältesten. Vertrauen wir ihrer Weisheit, dann wird die Krise enden. Weißt du, 82% Trefferquote und 0,57 getötete Feinde. Ey, ihr seid echt scheiße, Leute. Echt. Fast alles getroffen und nichts getötet. Das ist unfassbar, ist das. Ja, das wird eins an der, also das ist natürlich offensichtlich an der Auserwählung. Die haben wir ja gerade 5 Runden lang gejagt. Aber es leben noch alle. Ich bin echt überrascht. Ich dachte echt, wir würden jetzt jemanden verlieren. Die Auserwählten der Ältesten sind extrem widerstandsfähig. Trotz unseres heutigen Roadhog haben wir noch viel zu und erholen, Leo haben schon wieder eine Kameradschaftserhöhung oder was? Guck mal nach. Ja? Ich bin schon versetzt. Kannst du das anklicken? Nee. Okay. Nö. Ach nee, oben das hättest du auch gucken müssen. Ja, das ist schon sehr hoch. Achso, okay, alles klar. Gott! Befehl an den Roadhog! Schnell ziehen! Oh, das ist eine Fähigkeit, die unbedingt Spieler, die Scharfschützen brauchen. Die ist so geil. Ja, natürlich. Aber wir nehmen die andere. Achso, entfernen ja. Das Abfeuern. Oh! Pistolero. Da kann er ja sogar so dreimal schießen, tatsächlich. Er kann dann dreimal schießen. Und gerade sagen, schießen, blitzende Hände und nochmal schießen. Ja, Jungs, hat gut gemacht. Okay. Das hat sich schon gelohnt, ne? Ja, doch, klar. Aber ich finde das ein bisschen traurig, dass ein schwerer Einsatz, das waren 2 Pots Gegner. 2. Ja. Einmal Advance mit einem Schildträger und einmal 2 Vipern mit einem Phantom. Ja, die Phantome sind aber auch heftig, muss man ja auch mal kurz. Ja, schön sind die nicht. Jawohl, Sturmhandschuh. Geh noch bitte auf Gegenstände. Ich hätte gerne einen Gefechtsscanner. Und was kostet eine Blendgranate? Aber noch nicht bauen. Ich habe mal darüber nachgedacht, einen Ethic-Back herzubringen, um zu sehen, ob wir die Gremlin-KI integrieren können. Ich wollte so unsere Mannschaft mit Roboterassistenten verstärken. Ja, Chen, hier ja. Ein Ingenieur, ja. Aber sowas von. Was können wir denn noch so machen? Mal so durchfliegen mit der Alien-Legierung. Alien-Legierung. Ingenieur machen. Das ist dann der 4. Nice. Mach dich langsam. 77 Vorräte, sehr gut. Schön. So,
Guck mal bitte eben, ob du in unserem Energierelais dieses Energierelais jetzt bauen kannst. Bei verbessern. Ja, für 80 Vorräte. Ach so, da kann man dann Ingenieur reinpacken. Ja, wir können ja mal eben einen reinpacken und gucken, wie viel Energie wir dann haben. Wir haben ja gerade einen. Ich glaube, 5 Energie gibt einen Ingenieur. Brigitte. Ja, plus 5. Okay. Ja, aber die brauchen wir jetzt, weil wir wieder buddeln dürfen. Genau. Da unten endlich die erste offene Energiespule ist. Ja. Diese Spule liefert uns zusätzliche Energie für die Avenger-Systeme. Aber wir müssen eine Abschirmung hinzufügen, um die Crew zu schützen. 30 Tage. Ja, einen zweiten Ingenieur rein, ne? Früher oder später. Ja, wir haben noch eine Widerstandsring, aber den brauchen wir auch mal rauslassen lassen. Wenn wir die haben und dann die Energiespule von das Energierelais von oben nach unten bauen und da dann die auch voll aufrüsten und dann noch Ingenieur reinpacken, haben wir locker 40 Energie. Okay. Oh, geil. Ja, das ist es auch einfach wert, weil dann kann man das. Ansonsten musst du viel zu viel Gebäude umplanen. Und wir haben ja die Rüstung, wir haben die Waffen. Aber wir brauchen Soldaten! Na, aus welchem Film ist das? Wir haben die Mittel, wir haben die Waffen. Aber wir brauchen Soldaten. Soldaten wie Johnny Rico. Das wäre ein Klassiker, den ich kennen sollte, aber leider absolut nicht kenne. Bestimmt. Starship Troopers. Ah! Leute, lest das Buch. Ich glaube, in den 50ern geschrieben. Top. Einfach nur top. Cool. So, warte mal kurz. Mach mal weiter. Ja! Ja, beruhige dich mal! Und sie wollen, dass alle Fragen verstummen. Unsere Freunde vom Widerstand zahlen einen hohen Preis, solange die Außerwelten da draußen herumlaufen. Ja, Forscher! Alles tun, um sie zu vernichten, bevor sie wieder zuschlagen. Es ist genau wie ich gehofft hatte, Commander. Oh. So, jetzt könnten wir die Energie bei uns verbessern, um dann noch schon in der Mitte was Neues bauen zu können mit dem Strom, den wir dann haben. Ja! Ja. Warte kurz. Oh. Pipan, hören wir uns an. Was da der Auch wenn ich mich langsam an den Anblick der Kreuzung von menschlichem und Alien-Genmaterial gewöhnt haben sollte, muss ich zugeben, dass diese reptilienartige Kreatur mit ihren eindeutig menschlichen Merkmalen besonders beunruhigend wirkt. Berichte aus der Invasionszeit enthielten Hinweise auf eine Spezies mit wenigen reptilienartigen Zügen, aber nichts, das so offensichtlich wäre wie das hier. Ich finde es gelinde gesagt erstaunlich, dass das Subjekt, welches wir in der Vergangenheit als dünnen Mann kannten, nun als genetischer Abkömmling dieser ganz und gar reptilienartigen Kreatur enthüllt wurde. Genau, wir können jetzt unsere Medipicks verbessern im Testbereich. Ja, da machen die nämlich, glaube ich, 6 Heilungen. Mhm. Oder nicht sogar 8. Neue Forschung und aber sowas von. Auf Wiedersehen. Und oh, hab ich da Bock drauf. Sofort loslegen, Commander. Da habe ich aber noch nie so lange das herausgezögert, in der Forschung die Sachen zu forschen, die ich erforschen soll. Die Propagandakampagne wies stets auf die Fortschritte. Wir haben schon sehr gute Sachen erforscht, tatsächlich. Mhm. Sehr gut. Können wir gleich nächsten reinschicken in der Gorilla-Station. Commander, unsere Ringeinrichtung liegt aktuell brach. Ashley Williams. Übrigens können, sollten wir sie auf verdeckte Aktionen mit dem. Mal kurz überlegen. Wir haben Scharfschützen, wir haben Spezialisten auf jeden Fall. Ranger, oder? Nochmal ein Ranger wieder? Obwohl, wir hatten Jackie als erst gemacht. Also ich glaube, wovon wir am meisten haben, sind es ganz klar Spezialisten.
noch im Kopf sein. Grenadiere haben wir auch ganz schön viele. Also wieder ein Ranger oder ein Scharfschützen. Wir machen Ranger aus ihr. Oh Gott! Oh nein! Commander, die Aliens machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Mhm. So. Eine Nachricht für Sie, Commander. Ich stelle sie in Ihr Quartier durch. Ich habe viel vom Widerstand unter Ihrer Führung erwartet, Commander. Und Sie haben sich übertroffen. Haben wir? Wir kriegen nur noch 95 Einnahmen, es ist so lächerlich. Sagen wir, haben eigentlich nicht so viel gemacht bisher. Lange wird es nicht mehr dauern, Commander. Ihre Pläne werden offensichtlicher. Genau wie der Standort Ihrer Avenger. Sie versucht, die Avenger zu sabotieren. Ja, es wird echt langsam mal Zeit, dass wir dich vernichten. Wir brauchen halt einen Major für das Problem. Info? Ja, mach ruhig. Ja, mach ruhig. Oh, nice. Oh, das in der Mitte ist aber auch scheiße. Mhm. Ach du Scheiße. Eigentlich ist alles drei Scheiße. Das erste ist nicht ganz so schlimm wie die anderen beiden. So, genau, das mittlere zählt ja nur für die Lanzenträger. Das andere zählt für Offiziere und Priester. Also das rechte ist noch mal schlimmer, würde ich sagen, wie das mittlere. Wobei, ja, man hat ja auch mehr Lanzenträger wie Offiziere und Priester. Würde ich abwägen, wenn der Einsatz kommt. Wenn das erste dabei ist, würde ich immer eins von den anderen beiden nehmen. Definitiv. Ja. Ja. Schnitter geht nur... Wir können was von denen rüberpacken. Weißt du, so... Ja, so, und das kommt. Was wollen wir denn? Feuerprüfung! Gut. Ganz offensichtlich. Okay. Also Fähigkeitenpunkte sind jetzt keine EP, aber oder vielleicht sogar doch, aber es sind auf jeden Fall die Punkte, die du dann benutzen kannst, um dann Leute damit auszubessern. Wenn wir unsere Taktik ändern und mal was Neues versuchen. Für den Testbereich wird die Gesamtkosten für den Bau um 50% reduzieren. 4 Tage. Das hört sich doch schon mal sehr gut an. Was haben wir noch? Kameradschaftsform. Okay. Was haben wir da unten? Ja gut, da brauchen wir immer noch einen Major für. Scheiße. Mhm. Forschungsdurchbruch, was haben wir da? Verbesserte Magnetwaffen, haben wir den Schaden aller Magnetwaffen um plus 1. Okay. Ingenieur rekrutieren, was haben wir da? Oh, auserwählten Aktivität kontern. Ja, das muss, oder? Wir könnten das Risiko nicht aufheben, dass ein Soldat gefangen genommen wird, ne? Da müssten wir kurz nochmal für ein paar Infos sammeln. Was wir eben machen können. Ja, Ja gut, dann können wir auch den Forschungsdurchbruch machen. Wir haben ja gar noch keinen Testbereich, oder? Haben wir schon einen Testbereich? Commander, die Auserwählten sind jeden Tag näher dran, uns aufzuspüren und anzugreifen. Wir können sie nur aufhalten, wenn wir zuerst zuschlagen. Wir wollen ja einen bauen. Früher oder später. Das ist richtig. Wir sollten zum Ring aufbrechen. Ich bin aber eigentlich mit dem ja sehr zugetan. Alle Waffen plus einen Schaden. Wie lange haben wir die Magnetwaffen noch? Ja, das haben wir noch ein Stück. Die Gauss-Waffen bekommt man erst spät im Spiel. Okay, dann machen wir das. Soldat, plus 9 ausweichen. Gucken wir mal. Ein Ranger. Irgendein Ranger. Hm, Becky. Jo, da geh ich mit. Wissenschaftler, jo. Samos. Nein, die hatten wir gerade erst mit. Moment, wir müssen ja auch ein bisschen
Donna Isabel. Und einen Soldaten. Irgendeinen. Genau. Toll, es gibt keine Risiken mehr. Ja, ist doch gut. Attacke. Ich befehle meinen Leuten, sich sofort auf den Weg zu machen. Ab geht's, auf geht's, 3 Tage wach. Dr. Grauer Wolf. Dr. Grauer Wolf. Nein. Hallo Olli, willkommen. Erstmal zu Rewe. Nein, 13 Tage, Leute, 13! Da schlägt man Franzosen Herz größer. Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. Wie auserwählten Versteck, können wir das schon angreifen? Nein. Wir wissen nur, wo es ist, aber wir wissen, glaube ich, nicht genau, wie wir da hinkommen. Wir wissen nicht, was es ist. Auch wenn es in den Städten auf der ganzen Welt Verbündete gibt, die ihr Wissen über die Pläne von Edwin zu gern mit uns teilen würden, werden sie aktiv von den Aliens verfolgt. Es liegt an ihnen, die Sicherheit unserer Agenten zu gewährleisten, Commander. Einsatz anzeigen! Ich hab's auch gerade gelesen, ja. Dr. Moira O'Durain. Rette eine VIP aus der Adventzelle, ja. Dann speicher mal auf Janis, Stefan. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen für dieses Wochenende. Nächstes geht's weiter, Bunke wieder am Einsatz. Eine VIP retten. Ich hasse diese Einsätze. Egal. Wird ja mal Zeit, dass ich einen richtigen Scheiß bekomme. Also, bis dann. Wenn man sich nicht schwer machen kann danach. Tschüss. Tschüss.